Hallöchen, Pumpöchen, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Skyrim. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ja, ich hatte in der ersten Episode von dieser Nicht-Skyrim-Serie ein Haus angefangen zu bauen. Und da steht es, innerhalb von 10 Minuten oder so, hat man hier ein Haus gebaut. Jetzt habe ich meine Holzfäller-Axt geklaut. Meine Freundin sitzt neben mir. Macht genau dasselbe in Grün und gibt mir gelegentlich mal einen Tipp von der rechten Seite, weil ich habe keinen Plan von nichts hier. Okay, dann ich war stehen geblieben bei, wollte ich machen. Irgendwas hat mir gefehlt, wofür ich Holz brauchte. Echt, aber mache ich denn aus Feuerholz richtiges Holz? Geht das? Dann hört dich nicht, du kannst ruhig reden, das ist nur. Dann reisen wir mal noch. Nicht dahin. Flusswald. Hast du jetzt Holz bestellt? Au. Weiß nicht, man kann. Irgendwie. Und wenn man das hier sägt, nutzt einen Holzstapel. Und dann säge ich das ja nur für den. Dann kann ich es ja nicht mitnehmen. Na klar, ich mache das auch immer so. Ich nehme auch immer so einen Holzstamm über die Schulter. Gucken. Wie schade, wenn ich hier durchlaufe. Mal gucken, was passiert, wenn mich dein Ding so durchschiebt. Bin gespannt. Und? Oh, schade, passiert nichts. Hätte sein können. Wieso passiert da nichts? Oh, wow. Kann ich mir hier nichts mitnehmen? Muss irgendwie an Holz kommen. Fuck, Klotz. Drei große Fragezeichen. Wie kommt man jetzt gleich um ein Holz? Wir haben ja Feuerholz, aber das kann man dann anscheinend nicht benutzen. Ich warte mal hier. Vielleicht kann man es ja kaufen. Ne? Yeah. Irgendwo muss man noch. Und hier war es schon mal im Laden drin. Dass die vielleicht das da anbieten. Warte. Und warte. Und warte mal noch. Und die haben immer noch nicht offen. Die ist draußen. Ach so. Ihr müssten meinem Sohn Sven einmal zuhören. Er singt fast jeden Abend in der Taverne. Who the fuck ist Sven? Okay. Erstmal Nebensache. Oh, Holz. Krieg ich das? So ein bisschen. Lusewald. So, dann bin ich ja gerade. Und wo? Hier noch schon. Links. Ja, da. Handelskonto. Okidoki. Hallo. Vielen Ach, den habe ich so eine Klau hier zurückgebracht. Ihr und ich. Wir sind hier die Schmuckstücke, verkaufen. Krimskrams, solche Sachen. Sonstiges. Holz, Kohle, Holz. Alle, wow. Oh. Nehmen wir einfach mal alles mit. Weiß nicht, wie viel ich brauche. Dann nehme ich alles. Nehme ich was. Bis zum nächsten Mal. Ein Holz. Hol das jetzt mal. Weil ich nicht sagen kann, okay, Google.
Wie kommt man in Skyrim an Holz? Oh, Holz. Skyrim Hellfire. Holz abbauen. Wer da kommt jetzt Feuerholz? Das weiß ich auch selber. Elbmonden. Holzbau. Nee, Bauholz im Glas. Das ist nicht das Einzige, das du kaufen musst. Also wir müssen auf jeden Fall zu einer Mühle gehen. Angasmühle, Mischwassermühle, Kernholzmühle, Sägewerk, Einsamkeit. Gehen wir zum Sägewerk. Wir reisen mal nach Einsamkeit. Wo ist also Einsamkeit? Total Einsamkeit. Atlashof, Einsamkeit, Sägemühle. Na siehst du, dann hole ich da. Holz, das ist ziemlich mittig in der Map. Und dann geht das. Ah, ja, okay. Also wenn die kein Holz herein, haben, herein. Verkaufe Feuerholz. Ehrliches Gold für ehrliche Arbeit. 60 Gold für 12 Feuerholz. Gut. Denke ich mal. Also gut. Wie schnell jetzt hier Holz? Holz? Du gehst noch nicht schlafen, du gibst mir erstmal Holz. Was wollt ihr? Wie viel? Wow. Nehmen 20 Baumstämme. Zu diesem Preis? Aber wie viel? Dann nehme ich einfach noch ein bisschen mehr mit. Zu diesem Preis? 40. Aber sicher. Und die 400 für 40 Holz. Das geht ja. Okay, muss ich jetzt wieder zurück? Oh, ohne ich. Ah, gut. Geht völlig unter hier auf der Map. Dieses Haus. Oh, ja. Hier liegt Holz. Holz, hier Holz. Holzhaufen 40. Kann ich da mal was machen? Oder? Ach, mein Pferdchen ist cool. Okidoki. Dann kann ich ein Bienenhaus bauen. Und einen Stall. Und Eisenbeschläge brauche ich noch. 3 Stück. Eisen, 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 Baumaterialien, Eisenbeschläge. 1, 2, 3. Level 40. Feststein. Schmelze. Hop. Jetzt müsste unser Haus eigentlich fertig sein. Das erste ist es fertig. Hey, mein Schmelzhütte. Oh, endlich hat man alles auf den Haufen. Jetzt braucht man nicht mehr durch die ganzen Städte reisen und suchen nach den ganzen Schnulli hier. Jetzt kann man das alles selber machen. Wow. Okidoki. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Wiederschauen, reingehauen. Tschüss.